Ich darf ganz kurz mich selber vorstellen in einer Doppelrolle. Fabian Steinmetz, Moderator, aber auch Impulsgeber, also den kleinen Impuls-Talk am Anfang. Und meinen geschätzten Co-Moderatoren Olli Waag, dem einen oder anderen bekannt als langjähriger Cannabis-Experte und Aktivist. Und dann würde ich jetzt auch direkt mit meinem Impuls anfangen. Wer von euch kennt denn das Paradox of Prohibition? Paradox of Prohibition. Sieht ungefähr so aus. Und es beschreibt, also diese Parabel, beschreibt die zwei dümmsten Arten, wie man drogenregulatorisch umgehen kann. Auf der einen Seite neoliberale Kommerzialisierung, also das Schadpotenzial geht nach oben, je weniger reguliert es ist, also Stichwort wie Tabak und Alkohol vor allen Dingen, ich sag mal vor 50 Jahren und so weiter reguliert worden sind, also wo man schon Kindern Schokoladenzigaretten gibt, dass sie sich möglichst schnell dran gewöhnen, auch mit dem Rauchen anzufangen, oder wie es halt jetzt teilweise immer noch der Fall ist bei Alkohol, wo man so tut, als ob es sich um ein Lebensmittel handelt, wo auch Menschen mit Problemen mit Alkohol beim täglichen Einkauf an Schnapsregalen vorbeigehen müssen. Also neoliberale Kommerzialisierung potenziert gesellschaftliche und gesundheitliche Schäden. Ja? Das ist die eine Seite, die eine sehr doofe Seite. Die andere Seite ist, wie man Schäden und also gesellschaftliche und gesundheitliche Schäden provozieren kann oder verstärken kann, ist, indem man extrem reguliert. Also Stichwort Prohibition. Das heißt, Strafverfolgung. Das heißt, man versucht es wirklich den Menschen auszutreiben, gewisse Substanzen zu konsumieren. Und die Substanzen werden dadurch durch mangelnde Qualitätskontrolle etc. gefährlicher. Und gleichzeitig erfahren die Menschen selber noch Schäden durch die Strafverfolgung und durch die Diskriminierung. Also Paradox of Prohibition stammt von einem Arzt aus Wirral, also Nähe von Liverpool, UK. Und wie gesagt, das sieht halt, wie gesagt, so aus. Das ist spannend, weil dort, wo mein Kopf ist, da ist die smarteste Entscheidung, wie man mit einer Droge umgehen kann. Die Regulatorik dahinter kann immer unterschiedlich sein, aber mein Kopf ist das Schadensminimum. Ich weiß, sieht nicht so schön aus, aber auf jeden Fall geht es halt darum, ein System zu finden für eine Substanz, wie man Schäden möglichst klein hält. Und ich denke, dass man sich darauf einigen kann, dass Cannabis-Social-Clubs oder generell Social-Clubs auch für Psychedelika, von mir aus auch für Opium, Coca, Cut, whatever, eine sehr sinnvolle Methode ist, weil das sind abgekapselte Systeme. Deshalb meine Frage erstmal. Wisst ihr alle, was ein CSC ist? Genau, ein Cannabis-Social-Club, also quasi Vereine, wo erwachsene Mitglieder, ja, also nicht random Leute irgendwie, sondern Mitglieder in einem Verein, die treffen sich zusammen und kultivieren zusammen Cannabis und konsumieren, beziehungsweise auch weiterverarbeiten und konsumieren Cannabis zusammen. Das ist das Grundprinzip. Und das ist halt sehr abgekapselt. Und vor allen Dingen eine Organisation mit dem schönen Namen European Coalition for Just and Effective Drug Policies, ENCOD, European Coalition for Just and Effective Drug Policies. Die setzen sich halt vor allen Dingen für dieses Konzept ein und haben auch 2018 eine Guideline dazu verfasst. Das ist aber eine Guideline, wohlgemerkt für Länder, wo Cannabis verboten ist und wo es aber dennoch Vereine gibt, also NGOs, eingetragene Vereine, unsere EVs, und es eine Toleranz gibt, dass man halt konsumieren darf und ich sag mal bis zu einer Pflanze pro Person auch besitzen darf. Wenn diese beiden Dinge erfüllt sind, diese beiden Voraussetzungen, dann lässt sich so ein CSC kreieren. Und mehr oder minder legal kann man die quasi sehen in Spanien, in demnächst auch in Malta, aber auch in Belgien, England und wie ich jetzt gehört habe, auch in Deutschland. Es ist so ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Aber auch in legalisierten Ländern, wie jetzt Uruguay, gibt es auch dieses Konzept, weil es einfach ein schadensminimierendes Konzept ist. Weil
Man ist in einem sozialen Konstrukt, wo man aufeinander aufpasst, wo man sich nicht gegenseitig schaden möchte und so weiter. Das wird generell als ein schadenminimierendes System gesehen. Auch nochmal als Erinnerung. Ja, es ist relativ weit unten. So, in unserem Kontext möchte ich aber betonen, also wie Deutschland legalisieren möchte, dass Fachgeschäfte dennoch sinnvoll sind, weil wir werden einen kommerziellen Markt haben. Nur stellt sich ja beispielsweise die Frage, ob vielleicht CSCs bevorteilt werden können. Das heißt, wenn es vielleicht irgendwelche THC-Grenzwerte gibt oder für Edibles irgendwelche Grenzen, könnte man sich überlegen, ob diese quasi nicht gelten für CSCs, um quasi diesen sozialen Konsum und auch die Cannabiskultur zu fördern. Genauso könnte man auch überlegen, oder setze ich eigentlich voraus als eingetragener Verein, dass diese quasi keine Steuern zahlen. Ja, das wäre dann auch nochmal, das heißt, KonsumentInnen könnten sich dort günstiger versorgen als über industrielle Produkte. Das wäre natürlich auch wieder so ein Vorteil. Aber genau über dieses Konzept CSC und vielleicht weniger als komplette Alternative oder als Alleinregulierungsmodell, sondern einfach nur als ein gutes Modell, das möchten wir heute hier diskutieren. Und deshalb auch der Name Anbauclubs, Konzepte und rechtlicher Rahmen. Hallo, okay, also ich sage ein paar Worte, wie es jetzt bitte laufen möge mit euch. Wir würden die Redezeit gerne auf so 2 Minuten begrenzen, weil ich sehe, der Saal ist ziemlich voll geworden und es gab auch in anderen Panels so ein bisschen Kuddelmuddel. Konzentriert euch bitte auf das, was ihr sagen möchtet. Ich notiere das und wenn das gegen die 2 Minuten geht, gebe ich euch ein Signal. Okay, können wir uns darauf einigen? Danke. Sonst steht der Olli auf. Oh, dann seid ihr ja schon mal auf der Seite, aber wir wollen erstmal die Fragen ein bisschen diskutieren, bevor wir die zur Abstimmung stellen, freigeben. Genau. So, vielleicht als kleine Anekdote. Ich habe einen guten Bekannten in Barcelona, der ist ab und zu Mitglied in einem Cannabis Social Club für einen Tag. Ja, es gibt halt keine, Cannabis ist nicht legalisiert in Spanien. Und dementsprechend gibt es keine Fachgeschäfte. Und wenn man nicht kontinuierlich in einem Verein sein möchte, gibt es keine andere Möglichkeit. Deswegen wird da manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, wird der rechtliche Rahmen etwas gedehnt. Deshalb kann man in manchen Clubs in Barcelona Mitglied werden für einen Tag. Ist natürlich ein bisschen albern, wenn man über den Charakter von einem Verein nachdenkt. Deshalb ist auch die erste Frage ein bisschen geprägt davon, sollte es Beschränkungen bei der Anzahl an Mitgliedern geben? Ich möchte auch daran erinnern, dass es einige Gerichtsfälle gab, wo, ich sag mal, Vereine jeden angenommen haben und quasi wie ein kommerzielles Geschäft agiert haben. Und da ist zum Beispiel die Frage, wenn, also unabhängig davon, wie wir jetzt legalisieren, ob man bei Cannabis Social Clubs, um diesen gesonderten Status zu gewähren, ob man da die Mitgliederzahl beispielsweise beschränken sollte. Und da würde ich mich sehr über Wortmeldungen freuen. Und eine sehe ich schon. Hallo, Manuel aus Wien. Ich bin auch Encode-Mitglied. Das heißt, ich kenne mich ein bisschen aus mit der Materie CSC und auch den Guidelines, die es da gibt. Prinzipiell, ich war auch in Barcelona schon einige Male und dort auch schon in einigen Clubs zu Gast, falls vielleicht einige der hier Anwesenden noch nicht dort waren. Es ist wirklich ein Verein, man kann dort sein. Man kann dort Cannabis konsumieren, man kann dort Cannabis herausnehmen, nicht kaufen, das ist ganz wichtig, es ist Non-Profit. Und dadurch, dass man es nicht kauft, kann das Ganze dann funktionieren. Der Club produziert für einen und deswegen funktioniert das Ganze. Gut, meine Frage, oder auf deine Antwort, auf deine Frage, ob es Mitgliederbeschränkungen braucht, ja, definitiv. Warum? Gerade zur Spannabis sind die Clubs in Spanien alle voll und diese Touristen wollen halt Cannabis erwerben, eh ganz klar. Aber die wollen im Endeffekt großteils nicht wirklich Teil dieser Kultur sein und können sie dann mehr oder weniger gar nicht wertschätzen, weil sie ja eigentlich nur da sind, um schnell Weed zu holen und dann weiter zu zischen zu den Touri-Attraktionen oder wo auch immer sonst. Also meiner Ansicht nach, ja, es braucht unbedingt Mitgliederbeschränkungen, damit der Club als Club funktionieren kann, damit die Mitglieder wirklich den kompletten Mehrwert des Clubs abbekommen, mehr oder weniger. Vielen, vielen Dank für die Wortmeldung. Ich sehe da hinten noch mehr.
die Zahlen, die nachher im Raum stehen, über die wir gleich noch abstimmen, die sind so zwischen 100 und 1000 Mitgliedern. Bitte nicht zu sehr auf die Aussage verlassen, aber eine Bekannte aus Spanien hat mir mal erzählt, dass es rechnerisch sich lohnt, dass ich halt wirklich einen Club erhalten kann, ab so circa 300. Ich kann das nicht validieren oder bestätigen, aber nur mal, um zu sagen, dass die Zahlen, die hier vorgeschlagen werden, die sind nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ja, hallo, Jürgen Haas. Ich weiß nicht, wer sich hier von den Anwesenden beim deutschen Vereinsrecht auskennt, weil über alles, was wir hier diskutieren, wenn wir über solche Clubs reden, du hast eben gesagt, Steuererleichterung, e.V. vielleicht und so weiter, da bewegen wir uns ja erstmal im Vereinsrecht. Und im Vereinsrecht heißt erstmal, ein Verein gibt sich eine Satzung in Deutschland. Und die ist frei bestimmbar. Ich kann mir also als Verein, je nachdem, welche Ziele ich habe, mir durchaus sagen, ich schreibe in meine Satzung rein, ich will so und so viele Mitglieder nur haben, ich lasse nur so und so viel zu. Dann wird es schwierig mit Gemeinnützigkeit, e.V. und so weiter, bla bla bla. Kann man aber machen. Oder ich kann sagen, nö, ich will was anderes machen. Also wenn ich e.V. anstrebe oder so, dann bin ich aber relativ offen. Dann wird es sehr schwierig mit der Beschränkung von Mitgliedern. Da wollte ich nochmal zu bedenken geben, wenn man über so Fragen denkt. Also das ist hier, reden wir ganz, wie soll ich sagen, ganz klar hart über das deutsche Vereinsrecht. Nur mal so als Hinweis. Und vielleicht noch, solange du das Mikrofon hast, wo siehst du die stärkste Einschränkung von der Gemeinnützigkeit durch die Anzahl? Weil an sich ist die Anzahl ja eher ein Indikator für einen kommerziellen Charakter, keine Evidenz. Nein, aber ich darf, wenn ich eine Gemeinnützigkeit anstrebe als Verein, dann sind die Hürden eine Beschränkung in Anzahl oder auch andere Attribute, die ein Mitglied mitbringen muss. Geld, Wohnsitz und so weiter. Die sind verdammt hoch. Also wenn ich Gemeinnützigkeit anstrebe, dann ist es fast nicht möglich, eine Beschränkung in die Satzung reinzuschreiben. Wenn ich das nicht will, bin ich im Prinzip in der Satzung frei, kann alles machen. Sieht man ja zum Beispiel auch in Leipzig mit dem Fußballverein, der 3 Mitglieder hat. Das kann ich machen, aber dann wird es mit der Gemeinnützigkeit schwierig. Okay, vielen Dank. Ganz kurze Anmerkung dazu. Natürlich kann ja die Anzahl der Mitglieder auch über das Agieren des Vorstands und der Mitglieder im Verein letztendlich bestimmt werden durch Aufnahmeverfahren oder Ähnliches. Da kann man natürlich auch noch ansetzen. Und dafür ist sogar Raum im Vereinsrecht. Ich möchte hier auf keinen Hund reden. Ja, also ich denke, es macht Sinn, dass man das auf 150 Mitglieder beschränken würde, weil der Vorteil von so einem Club ist ja auch, dass man eben eine soziale Kontrolle hat. Wenn jemand jetzt problematische Konsummuster oder sowas entwickelt, dann hat man ja eine Möglichkeit, auf den einzuwirken, und zwar, weil man den dann auch ein bisschen kennt. Weil wenn die Clubgröße zu groß ist, dann kennen die Mitglieder sich nicht mehr und dann kann man da auch schlechter drauf einwirken. Hey, machst du nicht ein bisschen viel oder keine Ahnung. Man kann dann schlechter auf die Probleme zugehen und das lösen. Und diese sozialen Medien haben ja Daten generiert, anhand derer man ganz genau sagen kann, mit wie vielen Leuten wir maximal interagieren können, wo wir uns noch dran erinnern können. Und da hat man eben gemerkt, dass man nicht mehr als 150 Kontakte tatsächlich mit dem Namen und so weiter und den ganzen Attributen zuordnen konnte von ihren Profilen. Und deswegen sage ich halt, 150 sollte die Maximalgröße sein. Sehr, sehr schöner Ansatz. Der Gedankengang dahinter gefällt mir sehr. Aber spannend in dem Kontext wäre ja trotzdem auch, wie viele Mitglieder es gibt, die, ich sag mal, trotzdem sich eher ihr Material für zu Hause abholen und gar nicht so sich sozialisieren. Deswegen ist es mit der Zahl wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber es ist halt eine von unseren Hauptfragestellungen hier. Deswegen vielen Dank. Also vorhin, was gesagt wurde mit der Kultur, dass, also um die Kultur zu erleben, ich denke, das regelt sich von selber, weil wenn ich in einem Club sein möchte, der entsprechend eine Kultur hat, wo nur 300 Leute drin sind, dann gehe ich in einen Club, der in der Vereinssatzung stehen hat, dass wir nur 300 Leute, theoretisch kann der Verein auch sagen, ich nehme eine Schufa-Auskunft, weil ich nur Exklusivsachen habe oder sonst was für den Verein, ich denke, das regelt sich von selber und da muss man keine Regelung vom Staat her machen. Ja, da gibt es mit Sicherheit Mechanismen, also ähnlich wie bei den Produkten selber auch, also was das für eine, ob alles Bio ist und so weiter, oder ob man komplett lösungsmittelfrei Extrakte macht und so weiter.
Das wird definitiv da einen Einfluss haben. Hi, ich bin Luke. Ich finde das eine spannende Frage. Ich fand den Ansatz in Barcelona auch sehr interessant, wo das Thema einfach schon so in die, wenn es halt so ein Club, der quasi aus Mitgliedern besteht und in jedem Stadtteil solche Clubs es gibt und die Leute auch so eine Freude und so einen Stolz haben, dass es in ihrer Stadt und in ihrer Nachbarschaft so einen Club gibt, sehe ich keinen Grund, das irgendwie nur auf Leute aus diesem Stadtteil oder auf eine gewisse Anzahl zu beschränken. Und ich glaube auch, man kann da sehr experimentelle Versuche starten, wie wir lassen, weiß nicht, 1000 Anmeldungen pro Sohn so zu, dann entwickeln sich vielleicht Untergruppen, dann gibt es vielleicht bitte? Zwei Vereine. Genau, und vielleicht auch Patientinnen, die sagen, oh, das ist eine sehr gute Struktur, damit wir hier unser eigenes Medical anbauen können, viel bessere Ausgangsvoraussetzungen haben. Andere Patienten, die nicht in der Lage sind, selber zu growen, kann dann dort Hilfe holen. Ich glaube, der Cannabis-Kreativität ist auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Genau. Mache ich gerne. Wir haben zum Beispiel in die Satzung geschrieben, also ich repräsentiere die Gründung eines Clubs in Berlin vor wenigen Wochen. Wir haben uns reingeschrieben, dass wir Patienten und Genusskonsumenten aufnehmen und dass aber im Falle von Versorgungsengpässen natürlich die Patienten bevorzugt werden. So, das ist die Regelung, die wir über die Satzung getroffen haben. Ja. Aber ich fand eben gerade diese Anmerkung noch mit den Zweigstellen oder Zweigvereinen sehr spannend, weil in dem Moment, wo man Regeln etabliert, die die Gesellschaft nicht möchte, wird es Wege drumherum finden. Und deswegen, solche Überlegungen sind da auch immer sehr wichtig. Also erstmal, ich bin gegen eine Mitgliederbeschränkung aus dem einfachen Grund. Erstmal würde ich nämlich, weil es hat ein paar Punkte, erstmal würde ich auf das eingehen, was da gesagt wurde mit Spanien, mit den Touristen. Das kommt ja gleich noch, weil man kann doch einfach ausschließen, dass Touristen in diese Clubs eintreten dürfen. Ganz einfach. Damit wäre das Thema schon mal quasi einfach abgeschlossen. Dass dadurch halt diese Mitgliederzahlen überfüllt werden. Fertig. Und dann bezüglich, dass da zum Beispiel zu viele einfach hingehen und sagen, ja gut, wir gehen jetzt alle in diesen einen Club. Meistens gründen sich doch Vereine lokal. Also man hat ja in einer Stadt nicht nur einen Fußballverein, sondern teilweise 10, 15. Und das würde in diesem Fall ja höchstwahrscheinlich genauso werden. Das heißt, ich habe jetzt in einem Dorf vielleicht einen Verein, einen Cannabis Social Club. Ja gut, vielleicht geht, keine Ahnung, Peter aus dem nächsten Dorf da auch noch mit rein, aber höchstwahrscheinlich wird er mit seinen Kollegen, Freunden in seinem Dorf selber eingründen. Das heißt, diese Mitgliederanzahl würde nicht bis in ins Endliche wachsen, niemals, wenn man einfach diese Zuläufe von Touristen stoppt. Ich meine, vielleicht ist mein Kenntnisstand auch irgendwie veraltet, aber ich kenne es jetzt aus den Clubs aus Spanien so, dass nur Mitglieder werben dürfen. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, weiß ich nicht. Nur Mitglieder dürfen Mitglieder werden. Werben. Werben, ja, genau. Genau. Also nur das D und B. Ja, und ja. Da kann man ja ansetzen. Ne? Also ich halte es durch. Ich finde den Einwurf tatsächlich richtig, dass wir jetzt hier nicht irgendwie anfangen können, dass das Vereinsrecht irgendwie zu malträtieren. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da gibt es andere Institutionen, die uns einfach einen Riegel vorschieben. Aber über andere Regeln, wie beispielsweise nur Mitglieder dürfen mit andere Mitglieder werben, könnte man beispielsweise ja auch die Anzahl der Mitglieder, die jedes einzelne Mitglied werben darf, wiederum beschränken. Das wäre ja durchaus möglich. Dass du sagst, in einem Jahr kannst du maximal 10 Leute werben. Und den zweiten Punkt, nämlich ein Verein hat ja auch häufig sowas, was sehr ortsbezogenes. Ja? Also ich gehe bei uns in der Stadt in einen Verein direkt vor Ort und halt, ich fahre halt nicht irgendwie zwei Städte weiter, um da an den Verein beizutreten. So. Und deswegen denke ich auch, dass es eine relativ große Vielzahl an Vereinen dann geben würde oder eben an Clubs entstehen könnten. Und dadurch hätte man diese Obergrenze halt auch überhaupt nicht irgendwie als notwendig, glaube ich. Das heißt, man wird das dann auch in die Satzung mit aufnehmen, Regeln, die, ich sag mal, ein natürliches Wachstum positiv beeinflussen. Ja,
Aber ich meine, seien wir ehrlich, ich mein, Vereine, ob gemeinnützig oder nicht, die wollen ja auch trotzdem einen gewissen Cashflow generieren. Und gerade in beliebten Großstädten, wo auch viel Tourismus ist, warum soll man das Geld nicht nehmen? So, sorry. Also, ja. Und wir wollen ja auch, dass die Grower anständig bezahlt werden oder die Leute, die Extrakte und Edibles machen. Besser als in der Industrie. Da ist es ja, das Mikro. Die Frage, also diese formalen Fragen, maximale Mitgliederzahl, ja, nein, wie viele, wie streng die Regulierung der Vereinsatzung. Es wird wahrscheinlich davon abhängen müssen am Ende, wie der Rest des Legalisierungskonzepts von der Bundesregierung dann ausfallen wird. Also angenommen, der Preisunterschied zwischen Anbauclub und Fachgeschäft wäre extrem groß, dann müsste man eben strengere Vorkehrungen treffen, dass das von irgendwelchen Zwischenhändlern nicht genutzt werden würde, um Steuern zu vermeiden. Das hatten wir eigentlich ganz am Anfang. Aber da nochmal der Zusammenhang zwischen der Regulierung vom Rest und genau. Oder oder ob Cannabis überhaupt aus dem Betäubungsmittelrecht rausgenommen wird und wie stark wird dann das Verbot oder die Einschränkung vom Eigenanbau sein oder vom Besitz. Gestern wurde in der Runde gesagt, gestern Abend, dass es alles noch nicht ausdiskutiert ist in der Ampel. Das heißt, davon ist das alles mit den Clubs ebenfalls, denke ich mal, abhängig, je nachdem, wie es wird. Ja, ja, definitiv. Ich meine, wir spekulieren hier über eine richtig große Wildcard und das ist das generelle Legalisierungskonzept. Ich möchte gerne Cannabis Social Clubs als ein relativ wichtiges Modell in dem Gesamtszenario verkaufen, in Anführungsstrichen, unentgeltlich natürlich, aber es hängt natürlich von all den Faktoren ab. Deswegen würde ich auch nie jemanden in Barcelona, der knapp bei Kasse ist, einen Vorwurf machen, wenn er nur einen Tag Mitglied wird, um sich seine 5 Gramm Haze zu kaufen. Ich würde ganz kurz auch gerne noch was dazu sagen, wenn es genehm ist. Also was ich gestern in dem Podium verstanden habe, ist nämlich, dass genau dieser Bereich Eigenanbau und CSCs von dieser Ampelkoalition als okay betrachtet wurde. Und dass sie es auch okay finden, dass man das deutsche Vereinsrecht mit kleinen Veränderungen anwendet. Und von daher ist es einfach klug, sich jetzt auf diese Schiene zu begeben. Ich wollte noch kurz was zum Tourismus sagen. Also ich glaube, das regelt sich allein dadurch, dass wir Cannabis Social Clubs nicht als einzige Bezugsquelle haben und die Leute, die einfach nur schnell Gras kaufen wollen und dann anderswohin wollen, die können ja einfach dann in die Fachgeschäfte reingehen und sich da ihr Gras holen. Also ich glaube, dass es in dem ganzen Konzept unserer Legalisierung gar nicht das Thema sein wird. Genau. Ja, ich denke auch, dass die Leute, die Sortenvielfalt, Qualitätsprodukte und die Kultur dahinter abfeiern, dass die vornehmlich die CSCs populieren werden und dass die Leute, die einmal im Monat gerne bekifft, die Pärchen, die gerne mal bekifft Sex haben wollen, einmal im Monat, was auch immer, oder die Leute, die einmal zu Silvester einen Haschkuchen ausprobieren wollen, das ist was für Fachgeschäfte und die sollen dann auch entsprechend auch belehrt werden und mit entsprechenden Warnhinweisen auf Produkten und vielleicht auch gewissen Grenzen, vielleicht keine Edibles mit über 100 Milligramm pro Einzeldosis. Ja, gibt es in den USA, deswegen erwähne ich es. Ja. Aber dass man, aber genau, aber. Okay. So, mein Name ist Ingrid, ich bin aus Frankfurt. Zum einen wurde schon gesagt, was ich sagen wollte, nämlich das im Vereinsrecht. Zum anderen wollte ich mal auf das von Fabian eingehen. Ein Club hat eine andere Bedeutung. Also gerade hier in Deutschland sind wir die Clubmeister. Und das ist halt eine Anzahl von Menschen, die sich meistens kennen,
was nicht heißt, dass ich eine Mitgliederbeschränkung haben will. Aber es ist ein Kreis, der sich irgendwie untereinander kennt und gemeinsam halt anbaut und die Ernte unter sich verteilt. Und diese Coffeeshops in Barcelona, die dann eine Eintagesmitgliedschaft vergeben, sehe ich ehrlich gesagt kritisch. Die Menschen sollen ins Fachgeschäft gehen und sollen da anständig versorgt werden. Und zwar zu Preisen, die man auch latzen kann. Aber für einen Tag in den Club beizutreten und dann wieder nach Hause zu fahren, ist irgendwie widersinnig. Ja, nur gibt es halt die Fachgeschäfte leider noch nicht in Spanien. Aber im Prinzip hast du völlig recht. Es sind einfach unterschiedliche Modelle. Ja, hallo, ich bin der Pitt Demmer. Also mir schwebt bei dem CSC-Modell, was mir unheimlich gut gefällt, schweben mir immer zwei Modelle vor. Nämlich einmal das wirklich gemeinnützige, persönliche, private, was sie angesprochen hat, aber auch als eine Steigerung quasi eine kommerzielle Version davon. So, ich stelle mir das jetzt gerade hier für Berlin vor oder sowas. Da wird man locker irgendwo 50 Leute zusammenkriegen, die zusammen ein CSC gründen wollen, wo aber auch alle 50 Leute oder der Ehepartner oder die Kinder oder irgendwas gerade keinen Job haben. Also man könnte dann irgendwie sich sowas überlegen, wenn es im privaten Rahmen überhaupt Höchstmengen per Jahr, per Ernte oder sowas gibt, dass man das in so einem Club zusammenlegen kann und die damit mögliche Überproduktion auch wirklich noch steuervergünstigt oder ja, als ein, so wie es gemeinnützige GmbHs ja gibt, quasi, dass es zwei Formen an CSC gibt, die einmal auch als Firma agieren, weil, hey Leute, wenn ich nach Berlin komme, besuche euch hier, okay, gibt Cannabis-Fachgeschäfte, klar, kaufe ich ein. Aber wenn es da irgendwo geile CSCs gibt, die auch kommerziell sind und mich reinlassen, ich besuche doch die. Logo. Ja, vielen Dank. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die Differenzierung im Detail wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist. Weswegen wir, glaube ich, erstmal auf die nicht kommerziellen sind. Aber trotzdem sollen ja auch in den nicht kommerziellen Modellen Menschen die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Also wenn ein Grower lieber in einem CSC arbeitet als in einem Bunker, so be it. Hi, ich bin Frieder. Ich wollte mich meinem Vorredner anschließen. Also ich würde mir auch sowas wünschen, dass es quasi, oder ich würde sogar eher nicht sehen, dass es zwei CSCs gibt, sondern sozusagen Hybridmodelle. Dass quasi der Verein die Möglichkeit hat, je nachdem, wie sich es dann ausgestaltet, eben eine Lizenz auch als Fachgeschäft zu holen und dass eben die Möglichkeit auch noch gibt, eventuell muss es vielleicht auch getrennte Räume geben, ne, für die Clubmitglieder und für die Externen und dass dann eben die Gewinne, die generiert werden, den Mitgliedern zugutekommen. Ne? Also im besten Fall am Ende können die Mitglieder vielleicht sogar oder Patienten dann kostenlos ihr Material kriegen, wenn die Gewinne von dem kommerziell verkauften Cannabis eben ausreichen. Aber ich sehe gerade, dass wir uns jetzt hier auch von der Frage schon Richtung Frage 4 bewegen. Deswegen würde ich jetzt mal kurz in die Runde fragen, wäre es okay, dass wir jetzt mal über 1 und 2, das ist ja ein Paket, dass wir jetzt erstmal über 1 und 2 abstimmen? Oder hat jemand noch einen ganz, ganz dringenden Punkt? Ganz dringend, aber nur wenn es ganz dringend ist. Wirklich dringend? Ja. Aber ganz fix. Ich danke für die Debatte und ich frage mich, worüber wir genau jetzt einig debattieren, weil alles ist doch möglich. Ingrid hat es gesagt, die Richtigen finden zueinander und wir haben das Vereinsrecht, wo wir genau das machen, ob wir einen Sportclub gründen mit Abteilungen oder einen CSC, der halt verschiedene Zielrichtungen hat. Dafür ist die Satzung dann da und dann finden sich die Leute. Danke. Alles gut. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit unserer allerersten Abstimmung an. Tada.
Hallo? Ja, 77% von euch möchten keine Beschränkung der Mitglieder. 17% sind dafür und 6% unentschieden. Okay, also merken tendenziell nein. Aber es gibt ja 17%, die sind, finden das eine gute Idee. Und von denen würden wir gerne trotzdem in der zweiten Frage noch gerne erörtern, wie viel. Weil die Leute denken sich ja was dabei. Wenn es beispielsweise zwischen 100 und 200 ist oder zwischen 100 und 500. Also, die zweite Frage, die wir jetzt starten. Wie hoch sollte die Grenze gegebenenfalls für die Zahl der Mitglieder sein? 100? 200? 500? Oder 1000? Schade, dass 420 nicht dabei ist. Und die Umfrage wird geschlossen. Ihr seid ja sowieso dagegen. Also. So, jetzt kommen wir gleich zu unserer nächsten Frage. Ach, Entschuldigung, genau, Resultate. Also, obwohl es nur eine Minderheit möchte, sieht man dennoch, dass es relativ, fast schon eine schöne Normalverteilung, oder? Weil 420 nicht vorkommt. Also die Rohdaten sind ja im System drin. Ich bin mir sicher, dass der DAV das richtig verarbeiten kann. So, die nächste Frage, die wir hier ein bisschen erörtern sollten, ist, ob Touristen Mitglied werden sollten. Da war jemand ganz fix. Ich möchte in dem Kontext ganz kurz daran erinnern, was natürlich sehr geprägt ist von meinen persönlichen Gefühlen, als jemand, der nicht so weit weg wohnt oder wohnte von der niederländischen Grenze. Und die Diskussion natürlich immer mit dem Wietpass und so weiter, niemand mehr reinzulassen. Ich habe das als jemand, der, ich sag mal, ja, nah an der niederländischen, luxemburgischen Grenze herkommt und auf einmal in gewissen Etablissements unerwünscht zu sein, ja, unsere Bordelle sind für die offen, ja, also für die Franzosen. Nein, ich habe das schon als eine gewisse Kränkung empfunden. Und ich stell mir manchmal vor, wie wäre es, wenn wir einen niederländischen Tourist bei uns hätten und würden sagen, hey, du kommst bei uns nicht in die Kneipe rein. Ja? Ich verstehe, dass Cannabis in der Single Convention ist und dass man damit vielleicht ein bisschen anders politisch verfahren muss, aber ich bin da persönlich auch, ich empfinde das als sehr kritisch, einzelne EU-Bürger irgendwie auszuschließen, weil man den falschen Wohnsitz oder die falsche Herkunft hat. Aber ich bin natürlich gespannt auf eure Meinung. Also Touristen in CSCs, ja oder nein? Du einmal nach hinten an den Herrn abgeben. Wollte sagen, Touristen sollten wir auf jeden Fall auch akzeptieren, sonst machen wir den Schwarzmarkt, also machen wir die Möglichkeit auf für definitiv einen Schwarzmarkt, einen Mittelschwarzmarkt, sage ich mal. Klar, wir haben noch die Fachgeschäfte, wo dann vielleicht Touristen rein dürfen. Wenn es dann dort teurer ist, wird trotzdem irgendwer hingehen und in seinem Social Club was kaufen und im Endeffekt für einen Zwischenpreis dem Touristen verkaufen. Außerdem, warum sollen wir dem die Kultur nicht öffnen? Wir werden dann natürlich einen Tourismus bekommen, aber andererseits haben wir einen Schwarzmarkt. Und zu den Beschränkungen von wegen, ob man dann nur Leute einladen dürfte oder ähnliches, das wird ja in Spanien auch ad absurdum geführt. Ich meine, ich habe Apps, wo ich mich einladen lassen kann. Entschuldigung, dann bringt es auch nichts mehr. Also ist das auch kein Konzept, was man machen kann. Danke. Kann ich nur zustimmen. Ich kann auch noch aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen berichten. Also, und ich glaube, viele von euch teilen diese Erfahrung. Ihr seid im Ausland, Entschuldigung, Henrik. Ihr seid im Ausland unterwegs, ihr habt Bock einen zu rauchen, ihr trefft coole Leute und dann seid ihr so, wo kriege ich mein Gras her? Und also ich verbinde sehr viele tolle Auslandserfahrungen mit Cannabis. Und wenn ich jetzt, wie du gerade schon als Beispiel gesagt hast, ich gehe wohin und mir wird die Cannabiskultur verschlossen, denke ich so, was will ich hier? Also, und ich glaube, wir haben wahnsinniges Potenzial, gerade in heutigen Kriegszeiten Brücken zu bauen mit Cannabis. Muss ja nicht dieses klassische Modell sein, Person X kommt von irgendwoher und hat danach nie wieder was mit dem Club zu tun, sondern vielleicht die Spende, die da gelassen wird, unterstützt irgendein cooles Projekt mit Patienten, mit Cannabis-Aktivismus, mit irgendwas Coolem und die Person kann dann später über Social Media noch den eigenen Impact, den er dort gelassen hat oder kennengelernt hat, mitverfolgen und ist somit Teil dieser Kultur oder dieser Auslandserfahrung. Ich glaube, bitte? Zum Beispiel. Oder eine Cannabispflanze. Jeder Tourist sponsert eine Cannabispflanze an einen Medical Patient. Ich meine, wir können uns doch irgendwas Schönes überlegen und dann gucken, was Spaß macht und das kombinieren. Ja, vielen Dank.
Ja. Eine Verständnisfrage zum Thema Touristen Mitglied in einem Verein. Also ich verstehe eine Vereinsmitgliedschaft nicht nur als, also ich denke da an einen Schrebergartenverein oder weiß nicht, an einen Gesangsverein oder Turnverein. Also eine langjährige Mitgliedschaft verstehe ich da auch als Möglichkeit mitzuentscheiden und bei also gemeinsam etwas zu planen, zum Beispiel welche Sorten werden angebaut und welcher Dünger wird vielleicht verwendet. Und also da brauchen Touristen vielleicht nicht mitreden aus meiner Sicht, aber wieso, also wenn der Großvater im Schrebergarten irgendwie seinen Cousin einladen kann in seinen Schrebergartenverein, wieso sollte das in einem Cannabis-Anbauverein nicht auch möglich sein, Besucher drin zu haben, die auch sich das ansehen, vielleicht etwas konsumieren, aber eben halt nicht regulär mitarbeiten oder also das gehört doch getrennt nochmal. Ja, also eine Art Besucherstatus, wo man halt weniger Impact hat. Aber genau darum, also ja, schwierig. Die Frage ist, sollte es Touristen gestattet sein, Mitglied zu werden? Man müsste dort vielleicht das nochmal auseinanderdröseln, dass es verschiedene Typen von Mitgliedschaften gibt. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ja, ein bisschen Ruhe hier, ne? Ich würde über die Frage gern nochmal nachdenken, ob die richtig gestellt ist. Ich habe über das viel nachgedacht und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eine bessere Frage zu sagen, ob wir, ich formuliere das jetzt flapsig, Instant Pleasure People Zugang gewähren wollen. Ich gehe jetzt davon aus, dass jeder die Möglichkeit hat, einfach in ein Fachgeschäft zu gehen. Also ich verwehre niemanden Cannabis, indem ich sage, du darfst hier nicht einfach rein. Und ich habe das Gefühl, dass es sehr gut funktionieren könnte, eine Cooldown-Phase zu machen und zu sagen, du musst Mitglied werden. Und 3 Tage später bist du vollwertiges Mitglied, weil dann kann ich nicht einfach da reinrennen. Aber wenn ich mir das überlege und das bewusst mache und meinen Freund eine Woche in Berlin besuche, dann kann ich sehr wohl mich 3 Tage vorher anmelden und dort einfach vollwertiges Mitglied sein. Und vielleicht ist, also ich möchte sagen, vielleicht ist die Frage die falsche Frage. Vielleicht geht es nicht um Touristen, sondern ich glaube, es geht eigentlich doch um Leute, die doch nur sozusagen schnell für ein bisschen Gras vorbeikommen. Die sind doch die, bei denen wir uns nicht ganz sicher sind, wie viel Zugang wir ihnen geben wollen. Weil die haben ja eh den Zugang zu den Fachgeschäften, also davon gehe ich jetzt die ganze Zeit aus. Ich würde das als neue Frage gern irgendwie. Ja, hallo. Ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich zwischen Deutschland und Spanien unterscheiden. Spanien als Beispiel für CSCs. Denn durch die fehlenden Fachgeschäfte ist da ein ganz anderer Druck auf die Clubs. Und das, was wir hier verhandeln wollen, das stimmt für Düsseldorf, Köln, München, Hamburg, circa. Frankfurt vielleicht auch noch, aber sonst, wo sollen Touristen? Ja, oder in Bayern natürlich auf der Wiesn. Da wird es relevant. Also ich wollte damit sagen, wir müssen das ein bisschen differenzieren. Man kann das auch nicht 1:1, das ist Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, also vielleicht keine komplette Mitgliedschaft, aber sowas wie ein Besucherstatus. Und ein Gedanke, das kann man sich heute noch nicht so vorstellen, aber gerade jetzt mit was in Malta passiert und hoffentlich demnächst in Deutschland und wahrscheinlich auch in Luxemburg und sowieso schon passiert in Spanien und so weiter, es wird Freundschaften geben zwischen Clubs. Und dann wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, dass man in einem Club Mitglied ist in Deutschland, aber darf dann trotzdem nach Malta oder nach Spanien in Urlaub in den Club rein. Also solche Ich wollte noch einfach darauf eingehen, wenn man zum Beispiel an dieses hybride Modell denkt, dann stellt sich diese Frage ja eigentlich gar nicht. Und ich denke eigentlich gerade Vereine, wenn Leute das gründen und sich eine Satzung auferlegen, dann überlegen die sich ja zusammen, was wollen wir? Und wenn dann in der Vereinssatzung drinsteht, nur Mitglieder dürfen rein, dann haben die Leute sich das ja überlegt, dann wollen die das ja auch. Wenn aber in der Satzung drinsteht, dass wir eben auch Zugang, also wenn es natürlich rechtlich möglich ist, ne, wenn man als Social Club eben auch eine Lizenz kriegen kann, um das auszugeben an andere,
ja, dann sollte der Verein das ja eigentlich selber entscheiden und dementsprechend über die Mitglieder. Und dann gibt es ja da auch im Vereinsrecht ist es ja eigentlich alles geregelt, also wie das ist mit Abstimmungen, wer da mit abstimmen darf. Und ja. Ja, vielen, vielen Dank. Fühlen wir uns denn jetzt erörtert genug, um über die Frage abzustimmen? Oder gibt es noch irgendjemand, der noch ganz brennt, was vor der Touristenfrage sagen möchte? Ganz brennt? Total, okay, bitte. Löschen. Ja, genau. Und zwar, wir haben es jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, es gibt ja dieses hybride Modell, das wir fahren wollen. Ich glaube, dass eben diese Quickies, die Leute, die diese Quickies suchen, die werden nicht zu den Anbauclubs gehen. Aber der Kollege, der gerade rechts neben mir saß, der hat einen ganz geilen Satz eigentlich gesagt. Er sagt, das ist Kultur. Das, was in diesen Anbauclubs entstehen soll, ist Kultur. Und Kultur ist zum Teilen da. Und die Leute, die aus dem Ausland kommen, um einfach unsere Cannabiskultur dann kennenzulernen, die tragen das in ihre Heimat. Dann entstehen solche Freundschaften, solche vielleicht Verbindungen. Ja? Also jeder Pups-Fußballverein hat mit irgendeinem anderen Verein irgendwo auf der Welt irgendeine Freundschaft. Und ey, lasst es doch fördern. Das wird auch wieder die Vielfalt wieder fördern, wenn wir auch Touristen dazulassen. Weil die, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hattest, irgendwie Quick Pleasure oder sowas suchen, die laufen da eh nicht rein. Und stellt euch vor, ihr seid irgendwie als Gast in Deutschland und ihr dürft nur Heineken saufen und dürft aber nicht irgendwie die geilen Craft-Biere irgendwie aus München und Umgebung irgendwie probieren. So, das wäre super doof, finde ich. Ich habe vielleicht eine Lösung für das Problem. Und zwar, und das gibt es im deutschen Vereinsrecht, Fördermitgliedschaften. Touristen können Fördermitglieder werden. Dann müssen die nicht mit abstimmen oder können auch nicht mit abstimmen. Das soziale Miteinander kann gefördert werden. Clubs, die das nicht wollen, lassen keine Fördermitglieder zu. Ja. Ja, vielen Dank. Das war jetzt auch wieder sehr nah dran an diesem, es muss verschiedene Mitgliederstatus geben, was immer der Plural von Status ist. Stati? Nein, Status. Whatever. So, Frage 3. Jetzt stimme ab. Okay, wir schalten die Frage frei. Also, ich stelle sie noch einmal kurz. Sollte es auch Touristen gestattet sein, Mitglied zu werden? Auch wenn natürlich der Begriff Mitglied. Go! Go Slido, go Slido. Und wie auch schon öfters erwähnt, es hängt ja von dem Rest ab. Das heißt, in dem Moment, wo es Fachgeschäfte gibt, dann können wir richtig picky sein und nur die Leute in den Club reinlassen, die auch wirklich in den Club wollen und Teil vom Club sein wollen. Aber solange es das nicht gibt, müssen wir halt tolerant sein, weil wir sind ja wohl alle Gegner von der Prohibition. Genau, muss ich jetzt nochmal runterzählen? Ja, ich glaube, das ist nicht nötig. Von 3. Also, ja, okay. Jetzt noch schnell abstimmen. Es fehlen, glaube ich, noch 1. 3, 2, 1. Sehr gut. Richtfest. Ja. Also, jetzt spiegelt das aber schön wieder, finde ich. Also, man will Touristen Konsum und Kultur erlauben. Man will aber auch Vereinen ihre Vereinstruktur, also die schützen. Danke. So, jetzt würde ich schon mal gerne in Richtung Frage 4 gehen. Und zwar, sollten Anbauclubs ausschließlich nicht kommerziell betrieben werden? Haben wir eben ja schon ein bisschen was gehört über hybrides Modell. Meinungen. Ich verstehe nicht den Unterschied zwischen einem kommerziellen Verein und einer Firma, die Gras anbaut und verkauft. Kann das wer beantworten? Also ich denke, es geht darum, ob man Gewinne erwirtschaften darf und die dann nachher abführen darf, privat.
oder ob das quasi in dem Club bleiben soll. Und wenn man sich zum Beispiel in Barcelona umschaut, da sieht man quasi Clubs, da muss das Geld im System drin bleiben. Die haben Billardtische, die haben Playstations, die können Graffiti-Künstler bezahlen, die richtig coole Kunstwerke machen. Das ist halt ein Beispiel, wo das Geld halt im System bleibt. Und die Frage ist halt, inwieweit man ist auch, ich sag mal, mit dem Fokus eher der Gewinnmaximierung, also typische kommerzielle Charakter halt von Unternehmen. Und wie weit man das quasi verknüpfen kann. Ja, wobei, es gibt ja auch währenddessen auch Regulierungen. Ich bin ja auch für Fachgeschäfte. Und wenn man Fachgeschäfte mit entsprechendem Personal und auch Audits, Qualitätskontrolle macht, ist das auch noch was in der Parabel relativ weit am Schadensminimum. Hallo, ich bin der Erik Suratny und ich meine, es ist eigentlich für mich zumindest selbstverständlich, dass da Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Natürlich nicht das bayerische Modell der Vereins- und Vetternwirtschaft, sondern dass es, wie du gerade eben ja gesagt hast, dass es dann verknüpft wird mit Kultur und dass es zurückfließt und in den, reicht ja eigentlich schon. Also was weiß ich, Künstler mit einbezogen werden und... Ja, aber das ist aber nicht kommerziell, weil das Geld ja quasi im System drin bleibt. Ja, so meine ich es aber. Aber es ist ja weil du zuerst gesagt hast, ob ein Gewinn erwirtschaftet werden darf oder nicht. Und wenn ein Überfluss da ist, dann warum nicht? Also. Genau, es geht mehr um diese Abschöpfung. Ich glaube, das ist damit hauptsächlich gemeint. Also inwieweit andere Menschen, Unternehmer beispielsweise, einen Club machen können, um damit reich zu werden und dann vielleicht irgendwann 10 Clubs oder 100 Clubs betreiben und damit Millionär werden. Das geht halt mit einem traditionellen CSC-Prinzip, gerade wie von Encot beworben, geht das eigentlich nicht. Bitte? Achso, hinter mir steht ja keiner. Ganz kurz, ich habe das mit dem kommerziellen Anbauclub ein bisschen anders verstanden tatsächlich. Vielleicht müssen wir da echt doch mal gerade ziehen. Ich habe so verstanden, dass bei dem kommerziellen Anbauclub im Prinzip einfach nur ein Vertrieb für Nichtmitglieder ermöglicht werden soll, bei dem dann auch ganz normale steuerliche Aspekte etc. reinschlagen für die Leute, an die ich es dann kommerziell für meinetwegen den schnellen Shot vertreibe. Das steht, auch wenn ich hier vor mir richtig Resistements dagegen wahrnehme, überhaupt nicht entgegen jetzt auch Vereinsrecht und so weiter. Ne? Also, weil ein Verein kann durchaus Gewinne erwirtschaften, muss sie dann aber in den Verein wieder reinvestieren. Das heißt, wenn wir jetzt von einem kommerziellen Anbauclub sprechen, dann ist es völlig legitim zu sagen, dass der Club an Nichtmitglieder auch vertreiben darf, dann aber zu kommerziellen Rahmenbedingungen, was den Verkaufspreis angeht. Und die Gewinne, die daraus generiert werden, so denn welche entstehen, die müssen dann aber in den Club investiert werden. Also so hatte ich das Konzept verstanden. Es mag falsch sein, aber so fände ich es auf jeden Fall eigentlich ganz geil. Weil Graffiti-Künstler etc., kostenlos Mate für die Mitglieder und so, finde ich eigentlich ganz cool. Ja, kann man definitiv auch so verstehen, wobei wir ja trotzdem gesagt hatten, dass wir ja über Touristen, Besucher und so weiter, da hätte man ja sowieso eine Art von Abgabemodell und da kommt quasi auch Geld in das System rein. Ich habe es jetzt so verstanden, ich weiß auch nicht genau, was sich der Handverband dabei gedacht hat. Ich habe es aber doch mehr in das gesamtwirtschaftliche Konzept als gesamtwirtschaftliches Konzept. Also ob man quasi Geld nachher aus dem System rauszieht, um damit nachher Unternehmer damit an der Börse rumspekulieren können und so weiter. Ja. So habe ich es persönlich verstanden, aber. Da steht ja auf der Vereinswette quasi gegen. Wir dürfen zwar Geld machen mit dem Verein, aber das muss im Verein bleiben und es darf keinem der Mitglieder zum privaten Nutzen irgendwie abgeführt werden. Das ist schon festgelegt. Jetzt haben die Damen gestern gesagt, dass da sicherlich noch kleine Veränderungen am Vereinsrecht passieren werden. Aber ich glaube nicht, dass mit der Kommerzialisierung, also ein kommerzialisierter CSC ist ja kein CSC, weil es fehlt das S. Ja? Und das ist der Punkt, das macht ja eigentlich den CSC aus, dass sie eben das Geld behalten und für ihre Mitglieder einsetzen. Ja, vielleicht noch ganz kurz, bevor Piet was sagt.
Hier steht Anbauerclubs, das ist das Wording, was, also der Handverband gibt sich immer sehr viel Mühe, eine einfache Sprache zu nutzen. Und vor allen Dingen, wenn man noch nie von CSC gehört hat, dann ist das erstmal Cannabis Social Club, could mean anything. Und, aber trotzdem ist das dieses Konzept, in Malta nennt man es übrigens Cannabis Association, aber trotzdem ist ja das das Modell, über das wir gerade sprechen, also soziale Anbauclubs in dem Sinne. Also nur ganz kurz wegen der Begrifflichkeit auch, damit es vielleicht noch mal ein bisschen klarer wird. Also wo ich eben gesagt habe, dass ich halt quasi unter einem Modell gemeinnützige GmbH oder ähnlich das auch eröffnen möchte, ist von meiner Intention hauptsächlich als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nicht, dass der Vorsitzende von dem CSC einen dicken Mercedes fährt, absolut nicht. Also der soll wirklich eine Firma aufmachen und sonst was tun. Es geht mir darum, dass die Menschen, die aktuell die 400 Tonnen ja auf den Markt werfen, dass die Guten von denen als erstes die Jobs bekommen im legalen Markt. Und da wäre einfach zwei Formen des CSCs, wäre, glaube ich, eine wunderschöne Sache, um diese Leute früh in die Jobs zu kriegen. Ja. Also kein Grower, der professionell für einen Club growt, soll umsonst growen. Ich denke, das ist... Es gibt ja schon häufig die, also auch Vereine, die sowas machen, die quasi, ich glaube beim ADAC, da ist auch nochmal eine GmbH oder sogar eine AG angegliedert, die dann eben auch Gewinne erwirtschaften darf. Ne? Und genauso, also das, ich stelle mir jetzt schon die Frage, über was diskutieren wir jetzt hier? Weil das Vereinsrecht zu ändern, ich glaube, da wird man auch nochmal auf Widerstände stoßen. Und wenn man aber das aktuelle Vereinsrecht nutzt, so wie es jetzt ist, dann geht es ja eher darum, wie werden am Ende die Lizenzvergaben ausgestaltet? Gibt es die Möglichkeit oder beziehungsweise was darf der Verein? Wenn der Verein eben auch günstig an die angeschlossene GmbH seinen Überschuss verkaufen kann, natürlich auch besteuert, dann verkauft die GmbH das nochmal weiter, was nochmal besteuert wird. Also die Möglichkeiten eigentlich heutzutage sind ja da. Die Frage ist nur, wie wird die Lizenzvergabe geregelt? Kann ein Verein auch eine Lizenz kriegen, ne? Oder kann das nur eine GmbH oder was weiß ich. Klar, wenn natürlich eine Lizenzierung 20.000 Euro kostet, kleiner Verein wird sich das wahrscheinlich nicht leisten können. Ne? Da muss man da eben dann auch ansetzen, dass die Lizenzierung eben nicht zu teuer wird. Oder umsonst ist. Was ich meinte mit dieser regulatorischen Bevorteilung. Genau. Fühlen wir uns reif, diese Frage zu beantworten? Dann drückt mal auf Play. Ich wiederhole es nochmal. Also, ihr müsstet noch im Slido jetzt sehen, sollten Anbauclubs ausschließlich nicht kommerziell betrieben werden? Go! So, jetzt zeigen wir es mal. Wow, das wäre echt spannend. Also zwischendurch immer Hü und Hot und so. Also, ja. Aber vielleicht muss man in dem Kontext einfach nochmal differenzieren, dass es halt verschiedene Konzepte gibt und vielleicht... Ja, wie eben schon erwähnt, dass es auch hybride Modelle gibt und das Recht in Deutschland gibt ja so Dinge her, wie Piet ja auch schön erläutert hat. So, dann nähern wir uns schon zu der letzten Frage. Die finde ich persönlich besonders einfach. Sollte der Konsum vor Ort erlaubt sein? In Malta ist das gerade die Frage. Und die AktivistInnen vor Ort müssen erst die Menschen dort, die das Gesetz geschrieben haben, und das steht nicht im Gesetz drin, im Gesetz ist noch auch die Abgabe verboten, das heißt, den Joint zu teilen. Ja? Also die Grow-Seite an sich ist jetzt halbwegs regulatorisch geregelt, zumindest für den Eigenbedarf und für den generellen Besitz. Und Eigenanbau und so weiter, aber das ist wirklich, es ist noch ein Brennthema. Und die andere Frage ist auch, wie weit der Grow-Bereich, also darf das in denselben Räumlichkeiten sein und so weiter. Ich verstehe, dass man nicht bei den Pflanzen rauchen soll, darum geht es glaube ich nicht. Aber das ist also in Malta ist es beispielsweise eine ernsthafte Frage, ob man dort in den Cannabis Associations konsumieren darf. Also nochmal nur zum Verständnis, wir reden davon, dass der Konsum in den, ich sag mal, Vereinsräumen stattfindet, wo niemand arbeitet und nicht in einem Vereinslokal, wo zum Beispiel eine Bedienung oder so ist, weil dann haben wir das Thema des Nichtraucherschutzgesetzes,
was ja am Arbeitsplatz dann, ja, das muss man bitte berücksichtigen, glaube ich. Ja, eher Letzteres. Also es gibt wahrscheinlich, wird beides geben, aber die Leute, die werden auch ein Gehalt bekommen, wenn die da acht Stunden lang stehen. Aber Vorsicht, dann sind wir in der Frage, wie gesagt, wie wird das dann beim Rauchen, wie wird der Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz dann gewährleistet? Ich will das nur zu bedenken bei der Frage. Ja, nee, das muss man auf jeden Fall adressieren. Ich bin auch selber gar kein großer Freund von Coffeeshops in Niederlande, weil mir die viel zu rauchig sind. Ich würde mich freuen, wenn es mal einen Shop gäbe, wo man hauptsächlich nur dampft und Edibles konsumiert. Aber es muss beides geben Vorschlag. Und das muss man halt dementsprechend halt räumlich trennen und die Menschen halt genau, dementsprechend schützen. Genau, das wollte ich gerade vorschlagen. Das kann doch jeder Club für sich selber regeln, indem es halt einen Nichtraucherbereich gibt und einen Raucherbereich. So ist die Sache vom Tisch. Man muss in Deutschland allgemein darauf achten, dass man hier nicht überreguliert, dass man noch ein wenig Freiheit für die Menschen übrig lässt. Nur so am Rande. Ich möchte noch mal auf die Nichtraucherdebatte kurz eingehen. Ich weiß ja nicht, wie da genau der rechtliche Rahmen ist. Geht es dabei nur um Tabak oder wenn ich jetzt nur CBD-Gras rauchen würde, ist das ein Unterschied? Kann mir den jemand juristisch zufällig beantworten? Also in der Fragestellung hier geht es um Cannabis. Ja, aber ob jetzt Tabak dabei ist oder nicht, das wäre ja ist eine juristische Finesse. In Niederlande ist es nicht mehr legal. Also in Niederlande, wenn man dort seinen Joint mit Tabak baut, wird man der Tür verwiesen, so wie ich das. Auch wenn man Bier aufmacht, wird man der Tür verwiesen. Das wird ziemlich strikt getrennt, wobei ich einen Coffeeshop in Amsterdam gesehen habe, der ist halb Bar und halb Coffeeshop und die sind aber lokal so ganz leicht voneinander getrennt, sodass die quasi regulatorisch anders behandelt werden, weil an sich ist auch Alkoholausschank eigentlich verboten in Coffeeshops. Aber hier primär, es macht die Frage eigentlich komplexer, wenn man das mit dem Tabak adressiert, weil Tabak ist halt auch ein Teil von der Cannabiskultur. Man kann argumentieren, dass es vielleicht nicht der beste Teil ist, aber auf der anderen Seite, wenn es dann eine Kultur gibt und Menschen bewusst das konsumieren möchte. Also ich bin auch kein großer Freund davon, Tabakprodukte generell zu verteufeln. Also gerade wenn ich mir irgendwelche Ayahuasca-Zeremonien in Südamerika anschaue, wo Tabak eine heilige Pflanze ist, oder wenn Leute gerade, ich sag mal, schadensminimierende Konsumformen wie Snus oder E-Zigaretten und so weiter konsumieren, ich denke, es muss da auch eine Möglichkeit geben, das irgendwie zu verknüpfen. Aber primär ist die Frage, über die wir diskutieren sollten, erstmal, ob man den Konsum in den Clubs quasi erlauben sollte. Und ich denke, das ist eigentlich eine relativ leichte Frage. Genau, und das andere mit dem Tabak und dem Alkohol, das regelt ihr über die Satzung. Punkt. Also dann schreibt ihr rein, wir wollen keinen Alkohol in unserem Club. Oder ihr schreibt rein, wir möchten gerne Tabakraucher, die also quasi ihre Joints mit Tabak rauchen, versuchen nicht auszugrenzen. Dafür brauchen wir halt ein bisschen Technik und eine ordentliche Belüftung und Raum. Also das regelt einfach der Verein. Individuell. Ja. Was mich gerade ein bisschen stört, ist, dass die Frage war, ob der Konsum vor Ort erlaubt sein soll. Aber der Konsum betrifft nicht nur Rauchen. Sowohl Edibles als auch Verdampfen muss dann erstmal gefragt werden, ob generell der Konsum noch erlaubt sein soll vor Ort. Und da sind wir uns eigentlich, denke ich mal, in 99, sage ich jetzt mal, Prozent der Fälle alle einig, dass das der Fall sein soll. Aber dann muss man sagen, das muss man dann über die Satzung klären. Also eigentlich ist die Grundfrage, ob irgendwas vor Ort konsumiert werden darf. Und nicht, darf ich da rauchen, darf ich Tabak benutzen, darf ich nur CBD mischen, wenn ich mische, sondern darf ich vor Ort konsumieren. Weil da sind wir uns eigentlich alle einig. Und den Rest wird über die Satzung geregelt. Das sind Sachen, über die wir jetzt gerade diskutieren, die der Verein jedes Mal selber regelt. So, wollen wir dann jetzt über diese relativ leichte Frage kurz abstimmen? Weil der DRV braucht Zahlen, um euch zu vertreten. Und sie ist scharf.
Frage 5, unsere letzte Frage. Sollte der Konsum vor Ort erlaubt sein? 3, 2, 1. Rien never bleu. Jeho! So, unser Soll ist jetzt erstmal erfüllt. Das ist schon mal sehr gut. Aber gerade, ich sag mal, vielleicht Fragestellungen, über die wir noch, die wir vielleicht bis jetzt irgendwie ignoriert haben. Hat noch irgendjemand was zum Thema Anbauclubs, Cannabis Social Clubs, was er gerne zum Besten geben würde? Jetzt die Open Mic Session. Mir kam gerade noch ein spontaner Gedanke, den ich ganz gerne teilen möchte. In den USA werden Steuergelder dank Cannabis dafür genutzt, um örtlich Schulen wieder aufzubauen, benachteiligten Menschen Hilfe im Alltag zu leisten. Dort gibt es sehr viele Leute, die in der Opioidkrise stecken, was auch mit dem Thema Cannabis zu tun hat, ein bisschen anders, wie wir es jetzt diskutieren. Aber was ich sagen will, da fließt sehr viel Geld in lokale, regionale Infrastrukturen, kommt bei den Leuten an. Und ich glaube, egal ob Cannabis-Fan oder nicht, wir können uns alle darauf einigen, dass wir gerade in so einer nicht einfachen Zeit, nicht so hier in Deutschland, aber so global stehen. Und ich glaube, wir haben ja so eine schöne Pflanze, die wirklich auf allen Ebenen ganz schön geile Sachen machen kann. Und wenn wir das noch irgendwie mit reinkriegen und vielleicht in der Politik sagen, ey, wir haben hier einen Rohstoff, wir müssen anders über ihn diskutieren, und dann können wir plötzlich ihn viel besser in politische, bereits vorhandene Infrastrukturen reinstecken. Ich glaube, dann haben wir ganz schön Power, auch die Medical People mit reinzubringen, weil wenn jetzt Cannabis, sagen wir, die Studienlage zeigt ja jetzt schon, dass Cannabis als Medizin nicht mehr wegzudenken ist. Es geht einfach nicht mehr, in Zeiten des Internets erst recht nicht. Wir haben nur diese wenigen Tonnen, die in Deutschland supplied werden können. Der Rest müsste momentan aus dem Ausland kommen. Das sind Pflanzen, die im Ausland für 10 Cent oder noch weniger hergestellt werden, die dann hier für 15 Euro plus an Patienten weitergegeben werden sollen. Ich würde vorschlagen, wir brauchen so eine kleine Alternative, die so ein bisschen kostengünstiger ist und realer für die Menschen, die das wirklich brauchen. Ein Patient, der 10 Gramm im Monat pro Tag braucht für seine Schmerzen, der kann sich nicht für 15 Euro in der Apotheke irgendwo Cannabis holen. So, es sei denn, er hat im Lotto gewonnen oder so. Deswegen ist es so eine Möglichkeit, nicht nur hier jetzt über Cannabis als Social Club, sondern auch als regionale Infrastrukturhilfe für alles zu nehmen. Kinderbetreuung, Nachhilfe, Austauschreisen, Wasser, Elektrizität. Ich meine, das Geld wird bei allen gerade weniger, und ich glaube, wir dürfen es gerne noch mehr feiern. So. Wir dürfen es gerne größer denken, so als nur, das ist nur Cannabis. Es geht überall rein, und das ist mega spannend. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also Haukap hat ja vorgerechnet mit seinen 4,7 Milliarden pro Jahr. Ich mag den Gedanken sehr gerne, dass man gerade den vulnerablen Gruppen, die unter dem Krieg gegen die Drogen besonders stark gelitten haben, dass man denen hilft. Ich glaube aber, dass das rechtlich nicht möglich ist, weil man, glaube ich, nicht Steuern für Zwecke abführen kann, sondern ich glaube, das geht immer von einem Gesamtsteuertopf aus. Ich bin da kein Experte, aber ich glaube, mir hat das immer so erklärt, dass diese Konzepte, wie man sie jetzt in den USA sieht, dass diese nicht so einfach durchführbar sind. Aber an sich bin ich ein großer Freund. Aber ich bin vor allen Dingen, wäre ich ein großer Freund davon, wenn man einfach jetzt als Bundesregierung auch sich mal einfach mal entschuldigen würde für die letzten Jahre. Das wird nämlich immer vernachlässigt, dass die Prohibition schädlich ist. Ich würde gerne noch auf individuellen und kollektiven Eigenanbau eingehen und wie wir gesetzlich da die Regeln haben wollen, wo ich was machen darf. Weil ich will sicher was zu Hause machen und ich will sicher was im Club machen. Und wie mache ich mir mit dem Staat dann aus, wie viel ich wo darf, wenn es eine Obergrenze gibt? Also ich glaube, es bräuchte für... Entweder musst du darfst entweder nur im Club oder nur zu Hause, weil irgendeine Mischform wird nicht gehen. Also das kann sich nachweisen, ne? Das geht nicht. Oder du sagst halt pauschal, jedes Clubmitglied, unabhängig davon, was es zu Hause macht, kann 5 Pflanzen repräsentiert werden oder was auch immer. Aber ich glaube, das wäre wichtig, das noch rauszuarbeiten, wie sich das verhält, wenn ich in einem Anbauclub bin und dort anbaue. Ist das
und wie man das dokumentiert. Weil auf der einen Seite will man nicht, dass diese sensiblen Daten an jede Hans Wurst geht, die vielleicht ein bisschen rumstenkern möchte. Auf der anderen Seite muss man auch im Fall der Fälle, wenn man von Strafverfolgung bedroht ist, muss man die Möglichkeit haben, sich mit Daten reinzuwaschen. Dass man quasi zeigt, hey, ich hatte eine Berechtigung, ich habe hier 5 Pflanzen für andere 5 Mitglieder angebaut und es ist dokumentiert, dass ich in den letzten Jahren die immer in den Club gebracht habe und so weiter. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, irgendwo zwischen Datenschutz und Überwachungsstaat. Weil man möchte natürlich auch jetzt ja nicht, dass es. Verstanden, dass du auch wissen wolltest, ob du jetzt zum Beispiel zu Hause anbauen kannst, wenn du in einem CSC bist? Oder war das so nicht gemeint? Das ist ja Praxis. Also das ist ja, das ist ja sehr selten so, dass quasi ein Club irgendwo eine Räumlichkeit hat, wo sie grown. Meistens ist es, dass verschiedene Mitglieder Material mitbringen. Einzelne Batches von Blüten, ein Kilo hier, ein Kilo da, 100 Gramm von irgendwelchen Extrakten oder Edibles. Oder Kilo von irgendwelchen Edibles, die man damit macht dann. Das habe ich mir früher auch immer ein bisschen anders vorgestellt, so ein bisschen strukturierter. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn sich das in die Richtung entwickelt. Deswegen betone ich auch immer, hey, ich möchte, dass von einem Club ein Grower ein Gehalt kriegen kann. Und der natürlich, der macht keine 5 Pflanzen. Dafür verdient er zu viel. Aber traditionell, wenn man sich das anschaut, ist es wirklich oft so, dass die Einzelmitglieder Material beisteuern. Und die Frage ist halt, deswegen hab ich auch direkt angefangen mit der Dokumentation und Datenschutz und so weiter. Die Frage ist also, und die stellt sich aktuell zum Beispiel in Spanien öfters vor Gericht, wenn man zum Beispiel eine Toleranz hat für ein paar Pflanzen und man ist halt ein paar Pflanzen drüber, inwieweit hat die Person dann eine Gefängnisfreikarte, nur weil sie in einem Verein drin ist? Ja? Deshalb ist zum Beispiel diese Guideline von NCOT, da ist so viel Dokumentation empfohlen und auch so viel Kommunikation mit Behörden. Teilweise auch, dass man sagt, hey, wir transportieren an dem Tag über die Strecke da und da unser Cannabis. Bitte Polizei, beschützt uns, dass uns da nichts auf dem Weg passiert. Und falls ihr das Problem seid, ja, falls ihr uns anhaltet und sagt, oh, hier, ihr schmuggelt Drogen. Hey, Digga, wir haben euch einen Brief geschrieben, ist alles klar. Ja. Also das sind wirklich komplexe Fragestellungen. Das wird wahrscheinlich langfristig mit irgendwelchen IT-Lösungen einhergehen. Welche das sind, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ein spannendes Feld. Mal noch eine Frage in den Raum werfen. Und zwar, wie sieht es mit der Qualitätssicherung in Cannabis-Anbauclubs aus? Müssen wir da extra was überprüfen? Wenn ja, überprüfen wir das anders als bei den großen Konzernen? Weil ich gehe mal davon aus, dass ein industrieller Cannabis-Produzent relativ strenge Auflagen hat, müssen Clubs gleiche Auflagen erfüllen oder gibt es da niedrige, machen wir da untere Stufen, brauchen wir das überhaupt? So als Frage mal noch. Ja, also wenn ihr möchtet, nerv ich euch gerne mit meiner Privatmeinung dazu. Also, wenn ein kommerzieller Händler, der richtig viel mit Cannabis verdient, kiloweise Produkt auf den Markt wirft, dann erwarte ich davon dieselbe Art und Weise von Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement, Audits und so weiter, Due Diligence, wie von jedem anderen Lebensmittel, Pharma, was weiß ich, Unternehmen. Wenn man aber einen kleinen Club hat und wir reden wirklich, wie jetzt gerade in dem Beispiel, da bringt einer die Ware von, also produziert aus 5 oder aus 10 Pflanzen in den Club rein. Die Person zu verpflichten, für Tausende von Euros Schwermetalle, Pestizide, Mikrobiologie, Cannabinoidgehalte und so weiter bestimmen zu lassen, auch wenn es irgendwann vielleicht ein bisschen günstiger geht und man unter 1.000 Euro ist, jedes Mal für so ein Batch ist zu viel verlangt. Hier würde ich an die Verantwortung an die Grower, an die Grower insoweit auslagern, dass es dokumentiert ist, von wem es ist und dass, ähnlich wie aktuell der Fall, sich Lebensmittelbehörden ab und zu eine Probe nehmen und genau nach diesen Parametern schauen. Das heißt, die Kosten hier liegen dann eher bei einem Staat, genauso wie bei einem Angelverein, bei einem Verein für Streuobstwiesen, wo man Marmelade kocht. Ja, genauso wie im Supermarkt ab und zu mal eine Packung Erdnussbutter rausgenommen wird von der Lebensmittelbehörde. So passiert das in Vereinen auch. Statistisch natürlich ein bisschen seltener. Und
Was immer dort gefunden wird, sollte rückkommuniziert werden. Und nur bei grob fahrlässigem, also wenn man wirklich massive Schwermetalle findet, weil die Erde scheiße ist, oder wenn man es wirklich geschimmeltes Material, wenn man es zu Ende trocknet, geht auf der Schimmel wieder weg, aber die Toxine bleiben, also die Mykotoxine, Aspergillus, Flavus und so weiter, dass wenn man sowas, was ja drin findet, in massiven Werten, das ist natürlich ein Fall, wo man überlegt, dass, also wo man wahrscheinlich zivilrechtlich was dagegen unternehmen könnte. Also wenn man nachweisen kann, dass es grob fahrlässig ist, dann sollten, ansonsten sollten Informationen dazu genutzt werden, dass insgesamt einfach der Club sich verbessert, dass die Grow und vor allen Dingen die Trockenkultur besser wird und damit die Qualität von den Produkten besser wird. Und ansonsten, wo auch noch ein bisschen grobe Fahrlässigkeit hinter sein kann, ist Cannabinoidgehalte. Wir haben eine riesige Toleranz bei medizinischem Cannabis. Ein Produkt kann 16% oder 20% THC haben, also ein Blütenprodukt, und trotzdem geht es als dasselbe Produkt durch. Wenn wir so eine Toleranz bei medizinischen haben, wo Klone in einem Bunker, ja, die das gleiche Licht, das gleiche Wasser, die gleiche Luft und so weiter kriegen, dann muss man mehr Toleranz haben. Deswegen ist mein Vorschlag auch, dass man im Prinzip nur die CBD-Sorten, die balancierten Sorten und die THC-Sorten klassifiziert, sodass man dort halt wenigstens Verwechslung ausschließen kann. Das heißt, dass eine Person, die beispielsweise noch Auto fahren will und nicht an THC gewöhnt ist, dass die nicht das aus Versehen das falsche Material konsumiert. Da würde ich auch noch Wert legen und sagen, wenn das nicht eingehalten wird, das könnte auch noch grob fahrlässig sein. Aber ob jetzt ein Produkt 15% oder 22% hat, ich glaube, die Leute in dem Club kommen damit klar, mit diesen Unterschieden. Die Qualitätstestung kann ja auch im Club gemacht werden. Also du kriegst ja schon für relativ wenig Geld ganz korrekte Testmöglichkeiten. Also, und wenn man dann noch mit einem angeschlossenen Labor vielleicht zusammenarbeitet, ist das Thema eigentlich auch vom Tisch. Dann kannst du deinen Mitgliedern immer sagen, hier, pass auf, der Gehalt. Nein, wir haben keine Pestizide. Nein, wir haben keine Schwermetalle. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Es hängt ab, was für Tests man benutzt. Es gibt zum Beispiel diese FTR-Technologie, die wird immer besser. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man langfristig, dass sich Clubs sowas teilen und dann kriegt man einen ganz guten Wert für Cannabinoide. Aber ich glaube trotzdem, dass so ein Cannabinoid-Profil, ein paar hundert Euro gibt man mittlerweile schon dafür aus. Und die Frage ist halt, ob man das halt diesen Kleinstcrowern auferlegt. Und da bin ich halt dagegen. Aber das ist halt dieser Unterschied. Deswegen sage ich dann auch umgekehrt, die Clubs sollten halt jetzt nicht kommerziell sein. Wenn sie kommerziell sind, dann sollten sie es selber tragen. Das ist so ein bisschen so, ja. Wenn ich in Honig, wenn ich in Imkerverein gehe, dann mache ich einen Honiglehrgang. Und das Gleiche könnte man doch dann auch dafür machen. Das wäre eine neue Aufgabe für den Handverband, das zu organisieren. Das ist eine einheitliche Ausbildung. Ja, ich bin sowieso ein großer Fan auch von Ausbildungsberufen generell im Cannabis-Sektor. Das Ausbildungsmodell in Deutschland, Österreich und Schweiz ist generell eher ein Erfolgsmodell. Natürlich in den ersten Jahren wird man die Leute nicht haben, aber langfristig finde ich das eine gute Idee. Und als ich zum Beispiel vor ein paar Wochen in Malta war, da habe ich witzigerweise genau über dasselbe Thema gesprochen. Wie werden diese Clubs mit Cannabisqualität umgehen? Und die fanden, also die Politiker und Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen hatte, fanden generell diese Idee eigentlich ganz gut, dass das quasi eher auf Seiten der Behörden ist und dass das dann eher als Feedback genutzt wird, damit die Grower besser werden, dass die dann lernen, wie können sie besser growen, dass weniger Mikrobiologie da ist, also weniger Bioburden, weniger Schimmel, Pilze, Bakterien und so weiter. Bitte? So, 4 Uhr. Falls niemand mehr irgendwas richtig Brennendes sagen möchte, würde ich gerne die Session beenden. Wenn ihr klatscht, bedeutet das, es ist zu Ende. Du klatscht, es ist zu Ende. Ich möchte ganz schnell noch einen Kühler.